Ich habe mit Mist gebaut und das will ich jetzt einfach gerade biegen. Das war eine der schwierigsten Zeiten und Momente in meinem ganzen Berufsleben. Wir haben wirklich wochenlang gekämpft mit dem innersten Team hier auch, um die Lizenzauflagen zu erfüllen. In jedem ist bewusst und klar, dass wir aufsteigen wollen. Egal was war. Laufen, kämpfen, alles für die Mannschaft tun. Bis jetzt als Herthaner, die waren sie immer Gewinner und Sieger. Scheiße, denkst du? An der Rezeption standen halt 4 Polizisten. Wir haben einen echt guten Mix zusammen. Aber auch so eine Kaderplanung ist ein Prozess. Ja, ich möchte auf jeden Fall bleibenden Eindruck hinterlassen. Fußballerisch, aber auch menschlich und charakterlich. Alte Dame 030, für mich gibt es nur diesen Weg. Ganz egal wie lange es ist, ganz egal wie steinig, ganz egal wie abgefuckt die Kurve ist, sich einig, wenn wir unsere alten Lieder singen, über Stadt und die Trikotfarben. Auf Herzen eingebrannt, das Herz, als wenn so viel ertragen. Doch das ist okay, vergessen all die Niederlagen, Stolz und Ehre als Herthaner und im Stadion, wen die fahren. Leute, ich bin hier gerade beim ersten Heimspiel der Frauen gegen Union Berlin. Ich bin ehrlich, dann haut hier einfach um. Das ist das Ziel, wenn die Mannschaft auf dem Platz da unten spielt und die Masse in Ekstase ist. Emotion so dynamisch, nicht in guten wie in schlechten Zeiten. Ganz we're in the fucking Bundesliga 2 for a reason, but we shit our hands every fucking week. Ich will lachen, ich will ein Bier trinken und jetzt gehen wir raus und hauen wir direkt auf. Schon krass, aber für Hertha TV machen wir alles. Das bitte nicht nehmen, nicht nehmen. Am Ende stehen wir wieder eingehakt.